Let's hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil Let's Play Assassin's Creed, dem mittlerweile siebten, ich glaube das müsste der Beginn der siebten Folge sein. Und ich werde erstmal hier das Profil auswählen und das Ganze fortsetzen. Und dann möchte ich heute etwas ansprechen, was mir gestern aufgefallen ist. Ich war jetzt eine Woche weg auf einer Fahrradtour in Frankreich an der Loire entlang. Wirklich wunderschön. Und dann bin ich nach Hause gekommen. Nach, muss ich mal kurz rechnen, ich glaube, nach 10-stündiger Zugfahrt oder sowas ähnliches mit zwei TGVs, erst nach Paris, dann nach Stuttgart und hin und her und überall hin, bis ich dann endlich zu Hause war. Und wir haben gerade nur 10 FPS, 11. Das beunruhigt mich ein wenig. Naja. Und ich werde es auf jeden Fall fortsetzen. Dann komme ich nach Hause. Natürlich. Nutzen Sie die Action-Sicht, um Informationen über Ihre Umgebung zu erhalten. Aber klar werde ich das machen. Entschuldigung. Oh Gott, so, ja. Natürlich bin ich direkt mal als. Oh, sehr schön. Moment, da öffnet sich direkt der Taskmanager. So, jetzt. Geht's dann mal weiter oder muss ich noch irgendwas machen? Habe ich irgendwas verpasst? Moment. So, rennt man? Hä? Habe ich was? Hä, was passiert hier? Müsste ich nicht eigentlich langsam zum letzten Erinnerungsabschnitt kommen? Ah. Okay. Naja, auf jeden Fall bin ich natürlich direkt. Also nicht denken, dass ich irgendwie ein Suchti bin oder so. Naja, okay. Auf jeden Fall habe ich mal auf YouTube vorbeigeguckt. Natürlich auf meinem Kanal. Und habe feststellen können, dass ich 6 Abonnenten habe. Die Anzahl hat sich innerhalb dieser einen Woche, wo ich nicht mal da war, verdoppelt. Und da wollte ich mich auf jeden Fall mal bedanken. Ein Special, so wirklich wird es keins geben. Oh, scheiße. Ich erinnere mich, die wollen uns alle umbringen oder so. Naja, ich werde mal hier entlang reiten, wo die Zahl größer wird. Verdammt, okay, ich muss in die andere Richtung. Naja, auf jeden Fall wollte ich mich da mal für bedanken. Ein wirkliches Special wird es jetzt so nicht geben. Oh, scheiße. Ein wirkliches Special, so wird es jetzt nicht geben. Aber ich werde bestimmt irgendwas mir einfallen lassen, was Schönes. Zum Beispiel, na okay, bei 10 Abonnenten spätestens wird es irgendein Special geben. Ich bin gerade voll unkonzentriert, merke ich. Weil ich hier gerade echt ein bisschen desorientiert bin. Ich werde jetzt erstmal gucken, was wir machen müssen. Mit dem Büroleiter in Damaskus reden. Jetzt möchte ich doch nochmal die Karte. Vielleicht zeigt die mir ja doch irgendwas an. Wo ist denn Damaskus? Da ist Damaskus. So. Und wo bin ich? Hier bin ich. Alter, hier. Und ich gucke gerade in diese Richtung. Oder was zeigt der Pfeil mir an? Das heißt, ich muss da doch zurück und dann irgendwie so da weiter entlang, oder wie? Hm. Wenn ich das jetzt wüsste. Ja, gut. Auch weiter werden mit ihm wir ja wohl noch nicht folgen, oder? Egal. Auf jeden Fall haben wir hier unser schönes Pferd, den Volker. Mit dem wir jetzt nach Damaskus kommen. Ich hoffe, wir kommen in dieser Folge dann mal langsam in Damaskus an. Waren erstmal an dem vorbei. Ungläubiger? Will ich verarschen? Hey, komm! Hüha, hüha, Volker. Hühopp. Oh Mann, ich klicke immer auf den Bildschirm raus. Das ist kacke, das tut mir echt leid. Hä? Hallo? Reite! Ja, endlich. Ich habe auch gerade ein bisschen jetzt eine Woche nicht mehr gespielt und schon weiß ich nicht mehr, wo es lang geht. Oder was ich machen soll oder machen kann. Alter! Okay, gut. Nochmal ganz kurz. Ah, okay, so bäumt sich das Pferd auf. Dann...
So galoppiert man doch. Aber irgendwie galoppiert er nicht sonderlich lange, habe ich das Gefühl. Vorsicht bitte aus dem Weg. Ja, selber schuld. Und die Zahl wird kleiner, das heißt, ich bin guter Hoffnung, dass wir auf dem richtigen Weg sind nach Damaskus. Dann kommen wir vielleicht wirklich in dieser Folge noch in Damaskus an. Ja, dort ist er. Okay. Boah, wie viele hier irgendwie Feinde sind. Weiß gar nicht, was haben wir denen denn gemacht alles? Können wir so böse gewesen? Alter, und hier stehen natürlich 1000 gleich mal alle in einer Reihe. Ist klar. Mhm. Aber egal, wir haben ein Pferd und die haben kein Pferd. Das dürfte kein Problem werden. Tut das nie wieder. Okay. Dann glaube ich doch, dass wir noch in Damaskus ankommen. Ich dachte mir, das wird eh nichts, weil wieder das bestimmt eine extrem fehlreiche Folge wird. Aber, oh, da habe ich gar nicht gesehen, dass man da drüber springen muss. Aber bisher geht's doch eigentlich, oder? Hä, was passiert hier? Ich bin gerade voll unkonzentriert, merke ich. Weil ich hier gerade echt ein bisschen desorientiert. Oh Mann, ich klicke immer auf den Bildschirm raus. Das ist kacke, das tut mir echt leid. Alter! Okay, gut. Nochmal ganz kurz. Ich bin ja mal gespannt, wie es in Damaskus ist, weil wenn die Leute hier schon uns nicht mögen und uns töten wollen die ganze Zeit, wie wird es dann erst in Damaskus? Wir werden sehen. Jetzt. Bei einem Faustkampf schreiten die Wachen nicht ein. Das ändert sich, sobald sie ihre Waffe ziehen. Ah. Das ist interessant, das wusste ich nicht. Das heißt, mit Fäusten kann ich so lange töten, wie ich Lust drauf habe. Das sind ein paar Damen mit Körben auf dem Kopf. Und da ist es. Damaskus. Okay, wir haben unser Ziel erreicht. Sie haben ihr Ziel erreicht. Bitte biegen Sie bei der nächsten Kreuzung rechts ab. Bitte jetzt rechts abbiegen. War zwar keine Kreuzung, aber egal. Und mit wem müssen wir jetzt reden? Oha. Die da unten, die schucken den hin und her. Da, der Weiße da. Der wird voll hin und her geschuckt von denen. Alter, was geht hier ab? Ich komme an und direkt werden hier irgendwelche Leute gemobbt. Bürger retten. Bürger, die sie vor Soldaten retten, werden ihnen im Gegenzug ebenfalls helfen. Die Soldaten schucken denen da so im Kreis? Alter, okay. Wie steige ich hier ab? Wir können tun, was uns gefällt. Ja, ja, wir werden sehen, wie lange du noch tust, was dir gefällt. Warum tut ihr das? Bitte tut mir nicht! Aus dem Weg! Stirb, ungläubiger Hauser! Oh mein Gott. Oh Gott, jetzt hab ich... Nein, was? Okay, okay, okay. Scheiße. Nein! Nein, 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 nein! Nein, nein, okay, 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 okay. Okay. Nein, was? Okay, okay, okay. Scheiße. Nein! Nein, 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 nein! Nein, nein, okay, 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 okay. 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 Ich habe gerade ernsthaft vor lauter Schreck die Aufnahme beendet. Verdammt. Okay. Hä, jetzt läuft die Aufnahme? Hä? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Okay, ich bin jetzt gerade sehr, sehr verwirrt. Aber mir scheint, die Aufnahme läuft noch. Läuft mein Ton noch? Hallo, hört ihr mich? Ihr dürftet mich hören. Okay, ich weiß nicht, was gerade passiert ist. Das ist jetzt irgendwie doch so ein bisschen komisch alles. Oh mein Gott. Oh mein Gott, komm schon, töte ihn. Scheiße. Hä, das kann doch nicht sein, dass ich so schnell sterbe. Schon wieder Disco-Modus. Nein, ich sterb gleich. Komm schon, töte wenigstens den. Und der weiße Typ steht da und macht nichts.
Danke, mein Junge. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen diese Geschichte erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Ja. Werden im Gegenzug helfen. Ein Mörder auf freiem Fuß. Die Gelehrten helfen ihnen, an Wachposten vorbeizukommen. Drücken sie leer, um zwischen ihnen unterzutauchen. Okay. Sehr gut. Nun werden wir uns als Gelehrter verkleiden. Laufen die mir eigentlich nach? Oder? Ne, ich lauf denen nach. Okay. Interessant. Jetzt kommen wir hier auf den großen Marktplatz. Die Wachen da haben natürlich überhaupt nichts von dem Kampf mitbekommen. Keine Frage. Seid gegrüßt, mein Freund. Wenn ich euch helfen kann, egal wie, zögert hier, findet ihr alles, was ihr begehrt. Es gibt nichts, was ich nicht. Oh, das sind Wachen. Eine ganze Reihe von Soldaten. Oh Gott. Weiter den Gläubigen spielen. Oh, sie gehen mir aus dem Weg. Das ist gut. Sehr, sehr gut. Aber ich habe schon wieder vergessen, mit wem ich sprechen soll. Mit dem Buch. Irgendwas mit Buch, glaube ich. Ein Buch. Oh mein Gott, die Wache wurde voll zur Seite geschoben von dem. Okay. Wohin führt ihr mich, Gläubige? Aber ich hoffe, dass jetzt mit der Aufnahme, dass da jetzt nichts irgendwie abgebrochen ist oder so. Das wäre natürlich blöd. Hilfe! Da hinten ist schon wieder einer. Moment. Falsche Lehren verbreitet. Blasphemie. Soll ich den auch? Hä? Ich drück schon gar nicht mehr. Bin ich hier reingekommen? Okay. Ich weiß es nicht, aber ich werde versuchen, den auch zu retten. Wahrscheinlich ist es... Oh, Entschuldigung. Den dümmsten Einfall überhaupt. Versucht es. So, jetzt. Alter, 4 Soldaten, ist klar. Mhm. Aber egal, komm. Erst der da, perfekt. Und dann der. Die anderen warten ja auch. Ganz nett. Komm. Und jetzt ihr. Verdammt, ich habe nur noch zwei... Ich weiß nicht, hab vergessen, wie die Dinger heißen. Ich nenn's mal Lebenspunkte. Okay. Danke, mein Junge. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen diese Geschichte erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Können die Leute, die ich rette, noch mal was anderes sagen? Das ist ein böses Omen. 1 von 12 Bürgern im Armenviertel in Damaskus gerettet. Und da sind wir. Wo bist du? Wenn ich euch helfen kann, egal wie. Zögert, ist euch etwas ins Auge gefallen? Sehr gut. Okay, dann geht's jetzt wohl weiter. Die Gelehrten kommen anscheinend immer wieder hier vorbei. Immer zur rechten Zeit. Sind echt freundlich, muss ich sagen. Ich habe viel im Angebot. Was hat er denn so im Angebot? Ich sehe... Leere Säcke. Oder ist da was drin? Ich weiß es nicht. Damaskus ist schon ziemlich cool. Hä, wir gehen wieder raus? Moment. Das kann nicht richtig sein. Scheiße. Ja, was? Okay. Da stimmt irgendwas nicht. Weil ich kann ja jetzt nicht schon wieder rausgehen. Da wartet Volker. Ist das Volker? Das wäre natürlich kacke, wenn das jetzt ein anderes Pferd ist. Und guck mal, da hinten stehen schon die anderen Gelehrten. Und warten, bis wir kommen. Ich zeige euch mein ganzes Angebot. Ich biete alles, was ihr braucht. Alles, was ihr braucht an Teppichen. Und nur für heute habe ich alle Preise reduziert. Komm! Aber wie da hinten die Gelehrten stehen und warten, dass wir vorbeikommen, das ist etwas schade. Muss ich sagen. Aber ich gehe jetzt einfach mit denen da wieder rein. Ich zeige euch mein ganzes Angebot. Hoffentlich wird jetzt nicht an exakt derselben Stelle wieder irgend so ein Bürger da. Oh Gott. Entschuldigung. Achtet auf eure Umgebung, mein Sohn, nichts Böses. Das könnte euer Leben retten, aber seid. Entschuldigung. Ich wollte nicht stören, wirklich nicht. Ich biete alles. Willkommen. Ich habe alles, was ihr braucht. Okay.
Da hinten sind die nächsten Gelehrten, dann werde ich halt mit denen da reingehen. Oh, schade, dass ich wieder rausgelaufen bin. Aber die Mauern von der Stadt hier sind schon ziemlich cool. Naja gut, dann werden wir eben wieder reinlaufen. Das ist jetzt vielleicht nicht so actionreich, aber vielleicht können wir es ja irgendwie actionreich machen, weiß ja nicht.